Absolut leichtsinnig und lebensgefährlich. Also anders lässt sich die Aktion der jungen Frau und des jungen Mannes aus Schorndorf in Baden-Württemberg nicht beschreiben. Denn offenbar, um spektakuläre Selfies zu machen, klettern die beiden in der Nacht zum Sonntag auf das Dach einer S-Bahn. Dabei machen sie einen fatalen Fehler. Es sollten einfach coole Fotos werden. Selbstporträts auf einer S-Bahn, fotografiert von einem 18-Jährigen. Die Darsteller eine 20-jährige Frau und ein 21-Jähriger. Bei der Kletteraktion erklimmen sie eine S-Bahn im Bahnhof Schorndorf nahe Stuttgart. Dadurch haben sie den Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten. Und es entstand ein sogenannter Lichtbogen, ein Stromschlag, der die beiden getroffen hat. Der Verlauf höchst dramatisch. Die Frau bleibt schwer verletzt auf dem Dach des Waggons liegen. Der Mann stürzt auf die Gleise. Schwer verletzt kann er gerettet werden. Doch bei der Rettung der 20-Jährigen müssen die Einsatzkräfte ihr eigenes Leben schützen. Die Situation für alle Beteiligten, ein Nervenkrieg. Die Rettung von der 20-Jährigen musste natürlich dann so lange warten, bis die Oberleitung geerdet wurde. Und das ist natürlich schwierig für die Einsatzkräfte in dem Sinne. Man will helfen, man darf aber sich der Person nicht nähern. Ne? Das ist eine ganz schwierige Situation. Auf einer Steckdose sind 230 Volt. Eine Oberleitung hat 15.000. Leicht vorstellbar, wie gravierend die Verletzungen sind, obwohl die beiden die Leitungen nicht einmal berührten. Dieser Lichtbogen, diese 15.000 Volt sind tatsächlich so stark, die Person verbrennt innerlich. Ja, das darf man nicht leichtsinnig aufnehmen. Das ist tatsächlich eine lebensgefährliche Aktion. Klettern auf den Zügen überlebt fast niemand. Solche Schilder werden immer wieder ignoriert. Dabei warnen Polizei und Feuerwehr regelmäßig vor leichtsinnigen Aktionen im Gleisbereich. Normalerweise sterben die Verletzten durch diese Verbrennungen sofort. Dass die beiden bisher überleben, ist wirklich grenzt an ein Wunder. Die Aktion des Wochenendes wird hoffentlich für die beiden noch gut ausgehen. Die Folgen für ihr weiteres Leben sind unabsehbar.